Guten Morgen, liebe Gemeinde. Zunächst Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, euch allen. Griechen, Amen dazu. Jawohl. Claudia, lass uns mal eben klären, welchen Psalm hast du vorgelesen? 100, okay. Ich dachte, ich hätte 110 gesagt, aber 100 war auch ein super Psalm. Ja? Macht nichts. Es ist so eine Hausaufgabe dann für euch. Der Text, den wir heute betrachten, Hebräer 7, der nimmt Bezug auf Psalm 110. Und ihr könnt ja dann im Nachgang nochmal zu Hause Psalm 110 lesen. Dann haben wir das gleich doppelt gemoppelt. Ich schicke vorweg, dass meine Predigt heute verschiedene Elemente haben wird. Logischerweise bei einer Predigt Redeanteile vom Prediger. Dann gibt es Textlesungen immer mal wieder in der Predigt, weil wir heute einen sehr langen und auch komplizierten Bibeltext betrachten. Und dann gibt es noch einen Filmclip zwischendurch, in Englisch mit deutschem Untertitel. Also es wird abwechslungsreich. Das ist auch nötig, denn der Text, den wir betrachten, ist kompliziert. Ich fange mal mit einer alternativlosen Einleitung an. Hebräerbrief, heute Folge 8, Kapitel 7 heute. Ja, alternativlose Einleitung. Vor ein paar Jahren kam in den Medien immer mehr das Wort alternativlos auf, zumindest in meiner Wahrnehmung. Kann sich jemand erinnern, wann das ungefähr war? Wann poppte dieses Wort hoch? Haut mal raus. Vielleicht erinnert ihr euch auch an der letzten Woche, da kam das auch andauernd wieder, als es um die Rettung einer großen Schweizer Banker, genau, denn eine Schweizer Bank, die Credit Suisse, ist aus Sicht vieler Menschen alternativlos. Die müssen wir retten. Ne? Und dieses Wort alternativlos kam vor allen Dingen auf in der Finanzkrise, ich glaube, das war 2008, ne, als Merkel und Steinbrück sich vor dem Fernseher stellten und sagt, das Geld ist sicher, ihr kriegt noch was am Geldautomaten. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich war im Urlaub an der Nordsee und dachte, ui, wenn die das sagen, sollte ich vielleicht auch besser mal zum Geldautomaten gehen. Zum Glück ist es dann anders gekommen. Aber da hat man gesagt, wenn wir Banken müssen, wir müssen eventuell Banken verstaatlichen, weil wenn diese Bank pleite macht, das geht nicht. Diese Bank ist alternativlos. Später hat man dann der Regierung vorgeworfen, dass sie dieses Wort andauernd benutzt. Ja, Stuttgart 21 ist alternativlos, die Rentenreform ist alternativlos. Und dann wurde alternativlos sogar 2010 zum Unwort des Jahres gewählt. Weil man sagte, naja, mit einem Wort kann man ja alles rechtfertigen. Das müssen wir jetzt so und so machen. Ja, Basta-Regierung von Merkel, so wohl gesagt. Ne? Das ist ja alles alternativlos. Ich fand das ein bisschen fies mit dem Unwort, weil natürlich kann man dieses Wort missbrauchen, aber wenn man sich Gedanken gemacht hat, ja, auch privat, wie man eine Sache angeht oder wie man ein Problem löst oder auch politisch, wie man jetzt eine Situation ändert und kommt dann nach langem Nachdenken zu dem Ergebnis und sagt, das ist der beste Weg, dann ist es natürlich in dem Moment für den besten Weg alternativlos. Das kann man schon so sagen. Um das beste Ergebnis zu erreichen, gehen wir diesen alternativlosen Weg. Und auf der anderen Seite wissen wir natürlich, es gibt immer Alternativen. Es gibt immer Alternativen. Die Frage ist nur, sind diese Alternativen besser als der eingeschlagene Weg, den man gegangen ist und den man sich überlegt hat. Oft weiß man das erst im Nachhinein, ob es noch eine bessere Alternative gegeben hätte. Und ich habe mich zu diesem Beispiel entschlossen, für meine Predigt heute Morgen das als Einleitung zu nehmen. Jetzt kann man sich ja fragen, gibt es auch alternative Einleitungen zu einer Predigt? Ja klar, ne, diese Einleitung ist nicht alternativlos, aber ich habe gedacht, für die Predigt ist sie schon die beste Einleitung für heute Morgen, die man wählen kann. Und deswegen ist es für mich eine alternativlose Einleitung, denn sie ist zielführend. Wir werden gleich Kapitel 7 des Briefes betrachten, des Hebräerbriefes, in dessen Reihe wir uns befinden. 6 Kapitel haben wir uns schon gegönnt und ihr habt gemerkt, einiges ist ganz eingängig und manches, wow, das ist aber richtig Schwarzbrot. Und jetzt kommt der Hebräerbrief im 7., 8. und 9. Kapitel zum Hauptanliegen seines Briefes.
Und vorher hat er schon viel erzählt, hat viele Exkurse gemacht, aber wir kommen jetzt ins Zentrum des Briefes. Und es geht ihm immer um den neuen Bund, der durch Jesus den alten Bund ablöst. Es geht ihm um das Neue Testament, was besser ist als, ich sag jetzt mal, der alte Bund, als das Alte Testament. Und das ist ja so. Jesus Christus ist vom Vater gesandt worden, damit jeder Mensch, der an ihn glaubt, ewiges Leben bekommt. Weltweit, für alle Zeiten. Jesus versöhnt uns mit dem Vater. Er ist alternativlos, wenn man zu Gott kommen will. Jesus ist einfach besser. Es ist der neue Bund. Und er macht den Lesern klar und sagt, Jesus ist die bessere Alternative zum alten Bund. Für ewiges Leben ist Jesus sogar alternativlos. Und deswegen habe ich den Titel der Predigt heute genannt, Hashtag Jesus ist besser. Er ist einfach besser. Und an der Stelle müssen wir uns auch provozieren lassen. Vielleicht glaubst du nicht an Jesus, ja? Und hast dir deine eigene Religion gebaut, dann sag ich, es gibt eine bessere Alternative. Das sagt nicht nur ich, das sagt die Bibel, der Schreiber des Hebräerbriefs. Jesus ist besser als dein zusammengebauter Glaube. Vielleicht kümmerst du dich um deine Sorgen die ganze Zeit. Dann sag ich, Jesus ist besser, der kann sich besser um deine Sorgen kümmern. Weil Jesus sagt, werft alle meine Sorgen auf uns. Jesus ist die bessere Alternative, um sich selber Sorgen zu machen. Jesus ist sogar die bessere Alternative, wenn man krank ist. Weil krank ist man. Aber ich bin lieber mit Jesus krank als ohne Jesus. Ja, weil Jesus mich in meiner Krankheit versteht und weil er mir einmal einen neuen Körper gibt. Jesus ist immer besser. Und das macht der Schreiber des Hebräerbriefes den Leuten deutlich. Es gibt natürlich trotzdem viele, viele, sehr viele Alternativen, um mit dem Leben fertig zu werden. Gar keine Frage. Es gibt sehr, sehr viele Alternativen, um eine Antwort auf den Umgang mit Schuld und mit Tod und mit anderen Dingen zu finden. Nur die Frage ist, sind diese Alternativen gut? Die Antwort des Hebräerbriefs lautet, wähle Jesus, denn Jesus ist besser als alle anderen Alternativen. Für ewiges Leben ist Jesus sogar alternativlos. Bevor wir in den Text reingehen, ein paar Vorbemerkungen dazu, weil ich werde diesen Text aus dem Kapitel 7 gleich mal komplett vorlesen und weil er richtig kompliziert ist, ein paar Schneisen, die ich schlagen möchte. Wir müssen uns ja auch immer vor Augen halten, so ein Brief aus der Bibel ist ja zuerst mal an Erstleser geschrieben worden, an die Ersthörer. Und in dem Fall war das die Gemeinde der Hebräer, hebräische Christen. Einige Ausleger vermuten, die war in Rom, ja, die war da so ein bisschen unter Druck. Man weiß das nicht ganz genau. Man kennt auch nicht den Schreiber. Ich persönlich favorisiere ja Barnabas, den Sohn des Trostes, der dieser Gemeinde eventuell in Rom schreibt. Und wir gehen davon aus, dass es eine Hausgemeinde war, weil Gemeinden haben sich daraus immer in Häuser getroffen. Und wenn Leute ein bisschen Geld hatten, hatten die große Häuser. Und es sind vielleicht so 20 Leute, die diesen Brief zum ersten Mal hören. Und wir hören das jetzt 2000 Jahre später und denken uns, aha, okay, ja, was meint denn der genau? Weil wir in einer völlig anderen Zeit lesen. Die Leser, die diesen Brief kommen, die waren Fans des Alten Testaments. Die kannten sich aus. Die kannten die Engel, die fanden Mose super. Die waren Fans von Aaron. Die kannten die ganzen Opfergesetze im Alten Testament. Das waren voll die Pros, wenn es um das Alte Testament ging. Es waren ja ehemalige Juden und dann haben die sich bekehrt und jetzt waren die im neuen Bund und jetzt kamen die aber unter Druck und waren lange Christen und einige haben gesagt, ach, sollen wir nicht doch nochmal den alten Bund, das alte Testament ausgraben
Und deswegen drohten die immer wieder abzudriften und gesagt, ha, sollen wir nicht doch besser Opfer bringen? Ja, wir haben verstanden, Jesus ist einmalig, aber vielleicht können wir selber noch was machen. Sollen wir nicht besser die Gesetze halten, damit wir Gott gefallen? Das waren so die Fragen, mit denen die sich beschäftigen. Und jetzt kriegen die diesen Brief, der wird vorgelesen und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, nein, nein, nein. Das Alte Testament an sich ist super, aber es ist wie ein Bilderbuch, was auf das Neue Testament hinweist. Vieles, was im Alten Testament steht, das sind Abbilder, Vorbilder, Typusse für das, was in Jesus Christus erfüllt ist. Und deswegen ist Jesus besser. Es ist die bessere Alternative zum Alten Testament. Und weil die sich alle da auskannten, greift er so richtig in die Geschichte des Alten Testaments ein. Und wird immer sagen, Jesus ist besser. Besser als das alttestamentliche Priestertum, als das levitische bzw. aaronitische. Der hohe Priester ist ganz einfach, der hat ja im Alten Testament die Aufgabe, immer wieder das Volk mit Gott zu versöhnen. Aber das musste immer wieder geschehen, immer wieder mussten Opfer gebracht werden. Und nur einmal im Jahr war der große Versöhnungstag. Und der Schreiber sagt, ey Jesus, der hat ein für alle Mal, für alle Menschen das Opfer gebracht. Das ist doch besser, weil es vollkommen ist, weil es einmalig ist. Das ist so seine Hauptargumentation. Und er knüpft jetzt in Kapitel 7 an den Gedanken an, den er in Kapitel 6 schon entfaltet. Und vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Predigt zu dieser Reihe, hoffnungsvoll verankert, dass Jesus uns vorausgegangen ist ins Heiligtum und einen Anker geworfen hat, von dem wir hier schon profitieren, weil wir durch stürmische Zeiten gehen können. Er argumentiert ja im Kapitel 6, Jesus ist unser Priester geworden, er ist unsere Hoffnung wie ein Anker in der Ewigkeit. Er tritt heute jetzt für uns bei Gott ein, er ist ins Allerheiligste gegangen und vertritt uns bei Gott. Und er sagt, Jesus ist im Grunde genommen der Premium-Priester. Das ist nicht der aaronitische Priester, der levitische Priester, sondern der Premium-Priester, und er argumentiert vom Alten Testament her nach der Ordnung des Priesters Melchisedeks. Und auf dieser Argumentation baut er jetzt in Kapitel 7 Vers auf und ich nehme euch da mal eben ein bisschen mit rein, damit wir den Text gleich leichter verstehen. Er sagt, Jesus, das ist ein Premium-Priester nach der Kategorie von Melchisedek. Wer war nochmal dieser Melchisedek im Alten Testament? Melchisedek war der König von Salem, von der Stadt des Friedens. Salem war der alte Name der Stadt von Jerusalem. Und das, der taucht plötzlich im Alten Testament auf, der wird nicht vorgestellt und dann verschwindet der wieder. Der hat sozusagen, das ist seine Argumentation, irgendwie keinen Anfang und wie kein Ende. Und genauso ist ja Jesus ewig. Ja, deswegen kommt Jesus sozusagen nach dieser Priesterkategorie. Nicht so wie Aaron, der sterben musste, sondern der ist Premiumpriester. Und er argumentiert jetzt hier und sagt, Mensch, dieser Melchisedek, der wurde doch von Abraham sogar anerkannt. Abraham opfert dem. Abraham gibt dem den Zehnten. Ja, Abraham trifft den und sagt, boah, du bist Priester des höchsten Gottes. Ich gebe dir meinen zehnten Teil. Und wenn Abraham den schon anerkennt und wenn Jesus in derselben Premium-Liga spielt, ja, wenn Jesus sogar quasi die Fortsetzung des Königstums von Melchisedek ist, wenn Melchisedek sogar nur ein Vorbild, ein Abbild war, dann müssen doch alle, die Abrahams Kinder sind, und das seid ihr erstmal, weil ihr Juden seid, und das sind auch wir Christen, die im Abrahams Glauben stehen, dann müsst ihr doch auch Jesus anerkennen und merken, boah, Jesus ist besser. Das ist seine erste Argumentation. Er ist Premium-Priester. Und dann argumentiert er weiter und sagt, naja, das Priestertum der Marke Aaron, sage ich jetzt mal, im Alten Testament, das war zwar nicht schlecht, aber es reichte einfach nicht aus. Das reichte nicht. Ja, man kann nicht Gott durch Opfer gefallen. Man kann nicht irgendwas irgendwie machen. Und Gesetze nützen nichts. Wir brauchen einen Erlöser. Und deswegen ist zwar das aaronitische Priestertum für eine Zeit lang gut gewesen, aber jetzt gibt es was Besseres, nämlich Jesus, Premium eben.
Und dann bringt er das Argument und sagt, steht ja auch in Psalm 110, den ihr nochmal zu Hause lesen müsst. Ja, da steht das doch. Da steht doch ganz eindeutig, ne, dass Jesus dieser Königspriester aus der Ordnung von Melchisedek ist, aus dem Alten Testament, eine Vorschattung, ein Abbild. Und er sagt dann logisch und er wiederholt sich in seiner Argumentation, Jesus ist damit der bessere hohe Priester, er ist besser als alle und braucht keine Opfer bringen, weil er das einmalige Opfer ist. Die Opfer des Alten Testamentes, die zeigen nur, dass Menschen Heilung brauchen, dass Menschen Rettung brauchen. Aber sie machen nicht heil, sie retten nicht. Retten tut aber Jesus und deswegen ist Jesus besser. Es ist die bessere Hoffnung und durch ihn können wir sogar vor Gott treten. Und dann argumentiert er nochmal und sagt, ja, Jesus ist der Garant des neuen Bundes, der rettet für immer und das hat Gott sogar durch einen Eid beschworen. Und das ist eigentlich witzig, weil wenn Gott was verspricht, ist das sowieso klar, aber Gott haut nochmal einen raus und sagt, so, das ist ganz wichtig. So, jetzt haben wir ein bisschen Vorwissen, ne? Und jetzt lehnt euch zurück, schließt die Augen, genießt meiner Stimme, wenn sie euch gefällt. Ich gönne euch jetzt mal harte Schwarzbrot, Bibelkost, Hebräer 7, die Verse 1 bis 25. Seid ihr bereit? Ja, eine lange Schriftlesung. Dieser Melchisedek nämlich war König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Er ging Abraham entgegen, als er vom Sieg über die Könige heimkehrte und segnete ihn. Ihm gab Abraham den 10. Teil von allem, was er erbeutet hatte. Sein Name bedeutet König der Gerechtigkeit. Er heißt aber auch König von Salem und das bedeutet König des Friedens. Er hat weder Vater noch Mutter, ein Stammbaum von ihm gibt es nicht. Seine Lebenszeit hat weder Anfang noch Ende, darin gleicht er dem Sohn Gottes. Dieser Melchisedek also bleibt Priester auf ewig. Wie groß dieser Melchisedek ist, seht ihr daran, dass sogar der Stammvater Abraham ihm den 10. Teil von allen wertvollsten Stücken seiner Beute gab. Nun sammeln ja die unter den Nachkommen von Levi, denen das Priestertum übertragen wurde, den 10. vom Volk Israel ein. Sie erheben den 10. von ihren Brüdern, obwohl diese genau wie sie selbst Nachkommen Abrahams sind. Sie haben durch das Gesetz den Auftrag dazu. Aber Melchisedek, der abstammungsmäßig überhaupt nichts mit Levi zu tun hat, nimmt sogar von Abraham den 10. Und er segnet Abraham, dem doch Gott seine Zusagen gegeben hat. Wer segnet, ist ohne Zweifel größer als der, der gesegnet wird. Und hier im Fall der Nachkommen von Levi sind es sterbliche Menschen, die den 10. entgegennehmen. Dort aber im Fall von Melchisedek ist es einer, von dem in den heiligen Schriften bezeugt wird, dass er ewig lebt. Um es gerade heraus zu sagen, als Abraham Melchisedek den 10. gab, da gab ihn zugleich auch Levi, dessen Nachkommen in Israel den 10. einsammeln. Denn Levi war damals schon im Samen seines Ahnvaters Abraham gegenwärtig, als der mit Melchisedek zusammentraf. Dem Volk Israel wurde das Priestertum der Nachkommen Levis gegeben. Es wurde durch das Gesetz angeordnet und das Gesetz steht und fällt mit ihm. Hätte nun durch dieses Priestertum die Vollendung des Volkes vor Gott erreicht werden können, dann wäre es ja nicht nötig gewesen, noch einen anderen Priester aufzustellen, einen nach der Art Melchisedeks und nicht nach der Art Aarons. Wenn aber das Priestertum sich ändert, bedeutet das notwendigerweise auch, dass das Gesetz sich ändert. Und in der Tat, der, auf den sich dies alles bezieht, gehört einem anderen Stamm an als dem Stamm Levi. Ein Stamm, aus dem noch nie jemand als Priester am Altar gestanden hat. Unser Herr ist bekanntlich aus dem Stamm Juda hervorgegangen, den Mose nie erwähnt hat, wenn er vom Priestertum sprach. Aber noch viel deutlicher zeigt sich diese Veränderung an Folgendem. Es wird ein Priester aufgestellt, der wie Melchisedek von ganz anderer Art ist, der nicht Priester ist aufgrund einer menschlich-irdischen Bestimmung des Gesetzes, sondern aufgrund der Macht eines unvergänglichen Lebens. In den heiligen Schriften heißt es doch, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks.
Die frühere Bestimmung wird außer Kraft gesetzt, weil sie schwach und nutzlos war. Denn in keiner Hinsicht hat das Gesetz es geschafft, dass die Menschen vor Gott vollkommen und untadelig dastehen können. An die Stelle des vom Gesetz verordneten Priestertums tritt deshalb eines, das eine bessere Hoffnung begründet, das uns die Möglichkeit eröffnet, wirklich Gott nahen und vor ihm bestehen zu können. Das neue Priestertum ist außerdem durch einen Eid eingeführt worden. Als die anderen zu Priestern eingesetzt wurden, hat Gott nicht geschworen. Jesus aber wurde mit einem Schwur zum Priester eingesetzt. Ihm gilt das Wort: Der Herr hat geschworen und er wird es nicht zurücknehmen. Du bist Priester auf ewig. Deshalb ist Jesus auch der Garant für einen besseren Bund. Es gibt noch einen weiteren Unterschied. Von den anderen Priestern gab es viele, weil sie sterben mussten und der Tod sie hinderte, Priester zu bleiben. Jesus aber lebt in alle Ewigkeit und sein Priestertum ist deshalb unvergänglich. Darum kann er auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten. Soweit. Und ich sage auch mal, so gut, weil Jesus besser ist. Besser als alle menschlichen Möglichkeiten und alle Versuche, vor Gott gerecht zu werden. Und auch besser als der alte Bund. Denn Jesus ist König und Priester in einer Person. Jesus ist der Löwe von Juda und er ist gleichzeitig das Lamm Gottes. Er ist alles in einem. Er ist Priester, König und Prophet. Und er ist gleichzeitig das Opfer. In ihm kristallisiert sich alles. Und wenn es um ewige Sündenvergebung geht, ist er alternativlos. Und hier vielleicht am Rande bemerkt, dieser Text stellt meiner Meinung nach auch eine Anfrage an das Priesterverständnis in der katholischen Kirche. Ich frage mich immer, wieso mit dem Priesteramt in der katholischen Kirche ja so viele Privilegien verbunden sind. Wenn man diesen Text liest, dann merkt man, das alttestamentliche Priestertum ist aufgehoben. Es gibt das Priestertum aller Gläubigen. Es gibt nur noch einen Priester. Wir brauchen keine Mittler mehr, sondern jeder kann die Sakramente austeilen. Wir dürfen sogar direkt zum Vater reden und Jesus nahen und aktiv beim Vater um Gnade und um alles bitten, was uns bewegt. Wir brauchen auch keine Fürsprecher mehr, sondern wir dürfen direkt zu Jesus kommen. Darüber würde ich gerne meine katholischen Geschwister herausfordern, nochmal nachzudenken, weil ich glaube, das Amtsverständnis ist in Teilen alttestamentlich. Ich weiß, was wir machen, ist echt hohe Kost. Ja, und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat das mit meinem Alter zu tun? Und dazu möchte ich jetzt sozusagen im zweiten Teil das Ganze nochmal verstärken, weil ich glaube, es hat was mit deinem Alter zu tun, auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennt. Und ich leite diesen zweiten Teil ein mit einem Amerikaner, Tim Cornwehr heißt der, und der bringt das, was ich gesagt habe, in 4,5 Minuten ganz amerikanisch nochmal auf den Punkt. Und wenn du auf amerikanische Prediger stehst, manche machen das ja, dann ist das hier ganz hilfreich. In Hebrews 1, he made, having made purification for sins, he sat down. The priests in the Old Testament never were allowed to sit down while they were at work. They had no chairs in the temple. They had no chairs in the tent. They had no chairs in the tabernacle. Why? Because their work was never done. But what the author of Hebrews says is Christ offered himself and sat down. Done. It's finished. The work is complete. And it doesn't change. He is forevermore the same. The victorious priest king. His work is done. One sin and Adam and Eve fell. One sin
destroyed mankind. One sin will put you in hell. One unforgiven sin. Jesus Christ came with a superior covenant that's guaranteed by his blood. And you see, it's a promise not made between us and God. It's a promise made between the Father and the Son, where the Son says, I will die for them. I will pour out my blood to unleash the power of the Spirit of God into their life and to allow them to be forgiven for the sins that they've committed against God. And Christ says, I will come. I will be their sin bearer. I will be their priest. I will be their sacrifice. I will purchase for them redemption. I will purchase eternal life. I will be crushed under the wrath of God. I will drink the cup of punishment that they deserve to drink. I will take it on myself, and I will come under the law, and I will keep that law in their place so that they can be blameless when their sin is charged to me and I suffer under it, and my righteous law keeping is given to them so that they might be counted righteous in the courtroom of God. That's what happened. And Jesus said, I will give myself a body you have prepared for me, and I need to become a man. And though I am equal with God, I count it not robbery at all being counted equal with him. But he set his glory aside, and he came down, and he came down as a servant and down as a man, and he poured out his life all the way, took that obedience to the cross, and God crushed him there. And thereby he is a high priest now that has done a work. And we rest, and we can rest, because this covenant says that by faith in him, just, Lord, I trust that you have kept the law for me, and you have paid what my sins deserve. And I trust that you will give me your Spirit. You will transform me. You will give me a new heart. My trust is all in him and what his blood has done. He is a help to those who are being tempted, and he is victorious. He can help. He's laid down his life. He has help for the sinner. You can be ever so vile, ever so filthy, have committed ever so grave of sin, so many of them that you can't count, and they're heaped up on your shoulders, and they're going to drop you into the lowest parts of hell. But this work that this high priest has done has made propitiation. That means total removal of wrath. It's all wiped away. That's what forgiveness is all about. All of it, all your sins, past, present, and future, are forgiven in their entirety. Propitiation has been made. But he had to become a man. But having become a man, his priesthood doesn't change forever. You think about this. He is going to wear his humanity forever. He saves those who come to God through him to the uttermost, because he, as a man and as a victorious high priest, being made like us in every respect, he's like that forevermore. He has taken the nature of humanity upon him forever, that he might be a high priest forever, to make intercession for us forever. Ich mag diese amerikanische Art und wie er das hier auf den Punkt bringt. Und er hat das Kapitel 7 zusammengefasst, und das lässt mir jetzt die Möglichkeit, die letzten zwei Verse des Kapitels zu lesen, die ich noch nicht gelesen habe, die das auch noch mal auf den Punkt bringen. Jesus ist der oberste Priester, den wir brauchen. Er ist heilig, an ihm ist nichts Verwerfliches. Er hat keinen Fehler. Er ist ganz anders als wir sündigen Menschen und wurde über alle Himmel erhoben. Er muss nicht wie die obersten Priester vor ihm täglich zuerst für die eigenen Sünden und dann für die des Volkes opfern. Er sühnte die Sünden aller ein für allemal, als er sich selbst zum Opfer brachte. Das Gesetz Mose machte Menschen voller Fehler zu Priestern. Der göttliche Schwur, der nach dem Gesetz ergangen ist, ernannte dazu den Sohn, der für ewig zur Vollendung gelangt ist. Jesus ist einfach super. Er ist besser.
Und ich möchte euch noch erzählen, was ich aus diesem Text gelernt habe. Und ich habe echt überlegt, kann man im 21. Jahrhundert im Sauerland über so einen Text predigen? Ja, oder gehen da Leute raus oder schalten Leute ab? Das ist schon starker Tobak. Das ist schon echt, da muss man schon tief eintauchen. Und ich hatte zwischendurch immer Zweifel und ich habe mich so richtig auch in der Vorbereitung verfangen, wie bringe ich das irgendwie rüber? Und ich habe Folgendes gelernt und diese Erkenntnisse möchte ich mit euch teilen und vielleicht ist auch was da von euch dabei. Das Erste ist, ich erkenne Gottes Gesamtplan. Ich kriege eine Übersicht über Gottes Heilsplan. Und ob ich den kannte oder ob ich den kompliziert finde oder nicht, aber Gottes Plan war, zuerst mit Israel anzufangen, einen alten Bund zu schaffen, dann Jesus zu schicken, der die ganze Menschheit mit sich versöhnt und der wiederkommen wird. Das ist der große Metaplan über meinem Leben. Und den erkenne ich in solchen Texten und vielleicht macht das dieses Bild deutlich. Ne? Ihr seht die Sonne, ja, und dann seht ihr so ein paar Planeten, Uranus und Jupiter, und dann seht ihr da irgendwo ganz klein Jule 4. Das sind wir in Gottes großem Heilsplan. Und das lässt mich staunen über die Größe Gottes. Das lässt mich anbeten über seinen Plan, der das menschliche Ermessen von mir übersteigt. Das Zweite, was ich nochmal gelernt habe, ist, ich erhalte Antworten auf die wichtigsten Lebensfragen, weil der Text auf einer höheren Ebene meine ganz großen Fragen behandelt. Was bleibt? Wo gehe ich hin? Wo bekomme ich Vergebung der Schuld? Worauf gründet sich eigentlich meine christliche Hoffnung? Worauf verlasse ich mich? Wer verzeiht mir? Was ist gut? Wer ist besser? Jesus ist besser. Und das Dritte, was ich gelernt habe, ist, ich bekomme Hoffnung für die Todesstunde. Der dänische Theologe Kierkegaard, der sagte, der Tod wird das größte Examen werden, was wir jemals durchlaufen müssen. Das wird die größte Prüfung. Und noch kann ich ja über den Tod nachdenken. Noch kann ich darüber nachdenken, wo ich denn nach dem Tod sein werde und wer mit mir durch die Todesstunde geht. Und der Schreiber des Hebräerbriefs macht deutlich, es ist Jesus. Wenn der Tod da ist, kann ich nicht mehr nachdenken, dann ist er da. Aber jetzt kann ich erkennen, Jesus ist die gute Alternative zu allen anderen Alternativen, um durch den Tod zu kommen. Ich darf Gott nahen. Und das Vierte, was mir deutlich geworden ist, ich will Jesus bekannt machen. Vielleicht nicht mit diesem Text unbedingt evangelisieren. Das ist vielleicht ein bisschen complicated, ja. Aber grundsätzlich diese Tatsache, dass Gott rettet und Jesus besser ist, diese vier Erkenntnisse nehme ich als Benefit für mich mit. Und insofern danke, dass ich diese Predigt vorbereiten durfte für euch. Mir hat es was gebracht. Ich komme zum Schluss. Zu meinen Erkenntnissen gibt es natürlich Alternativen. Es gibt sogar viele religiöse Alternativen. Zu Hebräer 7 gibt es auch Alternativen. Du kannst zum Beispiel daran glauben, dass es keinen Gott gibt. Das wäre eine Alternative. Oder du blendest das Thema Tod komplett aus. Kannst du auch machen. Ist auch eine Alternative. Ich frage mich nur, ob es gute Alternativen sind. Du kannst auch eine andere Weltreligion nehmen. Du kannst auch zum Islam konvertieren oder zum Buddhismus. Das sind alles Alternativen zum Jesus Christus. Es sind auch Versuche, in die Ewigkeit zu kommen und diese Fragen zu lösen. Aber ich frage, sind das gute Alternativen? Ich glaube nicht, denn überall musst du tun, 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 tun und leisten. Und darfst den ganzen Tag nichts essen und erst wieder abends, damit du Gott gefällst. Ja, da habe ich großen Respekt vor, dass Leute sowas machen, weil Leute ja damit versuchen, Gott zu gefallen. Deswegen finde ich andere Religionen interessant und respektiere das und sage, wow, da suchen Menschen wie ich eine Lösung auf die wichtigsten Fragen des Lebens. Ich frage nur, ob das gute Alternativen sind oder ob es nicht eine bessere gibt.
Und der Hebräerbrief macht deutlich, Jesus ist die bessere Alternative. Er hat geleistet, er hat vorgelegt, er hat das Opfer gebracht. Und für uns geht es nur noch darum, auf diesem Fundament der Gnade zu leben. Jesus ist besser. Der Theologe Sören Ruager schreibt, die bessere Hoffnung ist eine Person, ist unser Fürsprecher und Hohepriester Jesus Christus. Das ist die Entdeckung, die ein Mensch in seinem zeitlichen Leben machen muss. Ich wiederhole mich zum Schluss. Es gibt viele, sehr viele Alternativen, um mit dem Leben fertig zu werden. Es gibt viele, sehr viele Alternativen, um eine Antwort auf Schuld und Tod zu finden. Die Antwort des Hebräerbriefs lautet, wähle Jesus. Jesus ist die bessere Alternative. Er ist alternativlos auf viele andere Antworten. Jesus ist besser. Amen.